Hallo, heute beschäftigen wir uns mit PDF-Dateien und genauer gesagt dem Durchsuchen derselben. Wie komme ich auf die Brocken wieder? Ich bin auf PDF-Grep gestoßen. PDF-Grep. Damit kann man PDF-Dateien durchsuchen, wenn man denn viele hat. Ne? PDF-Dateien sind ja eigentlich normal keine Textdateien, also auch Bilder und Kram. Aber mit PDF-Grep kann man die durchsuchen, habe ich mir installiert. Kam ich drauf, weil ich die Linux-Welt-DVD von diesem und letzten Monat habe. Ne? Das ist die 06/2014 und die haben so ein Special auf dem Dings drauf. Ne? Und zwar alle Jahrgänge von 2004 bis 2014 von der Linux-Welt, früher hieß die PC-Welt Linux, sind auf der DVD drauf. So, und jetzt will ich die natürlich durchsuchen. Ich kopiere mal meine Linkadresse. Nach Suchbegriffen, ne? Wenn ich keinen Bock habe, die komplette DVD, mir jede einzelne PDF-Datei anzuschauen, ob da nicht irgendwo was bei wäre. Zum Beispiel zu FreeNAS. Ne? Wenn ich jetzt auf die Idee käme, den ganzen Brocken hier durchzusuchen, brauche ich PDF-Grep. Dazu machen wir mal ein Terminal auf. Ne? PDF-Grep habe ich schon installiert, könnte über das Ubuntu Software Center, Synaptic oder über das Terminal installieren. PDF-Grep, so wird das Ding geschrieben. So, jetzt habe ich mir den Pfad mal eben kopiert und da muss ich rein mit CD. Warum muss ich da rein mit CD? Das ist besser für die Ausgabe hinterher. So, jetzt muss ich diesen kleinen Pfad mal eben anpassen, weil der nämlich als Webbrowser-Pfad ist. Also nix File. CD, Leerzeichen und dann in den Pfad wechseln. Rein damit. Also jetzt bin ich da drin, ne? Da wo die ganzen PDF-Dateien sind per Terminal. Das hat den Vorteil, bei der Ausgabe sieht das hinterher hübscher aus. Da kommt nicht der ganze Pfad ausgegeben, sondern nur die entsprechende PDF-Datei. Also PDF-Grep. PDF-Grep. So, Leerzeichen. Jetzt kommen die Übergabeparameter. Minus. Ne? Kündigt man die Parameter mit an. I heißt Ignore Case, also Groß-Kleinschreibung ignorieren. N, die Nummer der Seite, die gefunden wurde, wo der Suchbegriff, den ich gleich noch eingebe, gefunden wurde, ist da drin. Dann das große C, den Content ausgeben. Ja, und welchen denn? Leerline, also die ganze Zeile, die er gefunden hat, soll er ausgeben. Und was suche ich denn? Am besten in Anführungszeichen FreeNAS. Groß-Kleinschreibung ist ja jetzt, wie gesagt, egal. Wenn ihr mehrere Worte hier eingebt, sind die Anführungszeichen sinnvoll, am besten gleich angewöhnen. So, FreeNAS suche ich. Und Groß-Kleinschreibung wird ignoriert und der soll mir die Nummer der Seite ausgeben und die ganze Zeile, damit ich schon eine ungefähre Vorschau habe, ne? Wenn ich ungefähr weiß, was hat er denn da gefunden, worin soll er denn suchen? Ja, Stern.pdf. Jetzt brauche ich hier nicht den ganzen Pfad angeben. Und bei der Ausgabe wird auch nicht der ganze Pfad ausgegeben, sondern nur die Datei. Das sieht dann übersichtlich aus. Und deshalb bin ich mit CD da reingewechselt. So, und damit es keinen popligen Fehler gibt. Wie popligen Fehler, ja. Das PDF-Grep benutzt ein Programm namens Poplayer. Ne? Und dieser Poplayer macht Errors. Und damit die Errors, ne, nicht angezeigt werden, leite ich die Standard-Fehlerausgabe um, sonst stören nämlich ständig diese Poplar-Fehler. Hoppla, Poppla. So, Enter. So, das Suchen dauert natürlich länger. Ihr müsst jetzt CD durchsuchen. Habt ihr mehrere Suchvorgänge schon hinter euch, dann geht das ein bisschen schneller, wird das gecached. Also nochmal PDF-Grep, Leerzeichen, dann die Übergabeparameter. Das C, ne? Ihr könnt auch nur minus C schreiben. Line heißt, zeigt mir mal eine ganze Zeile an, so ungefähr, was da so ist. Der Suchbegriff, ein bisschen in Anführungszeichen, damit man Worte, die Leerzeichen enthalten, auch schreiben kann. Worin natürlich alle PDF-Dateien, die sich jetzt hier in diesem Ordner befinden, soll es nur bestimmte Dateien sein, könnt ihr das anders eingrenzen. Und den popligen Poplar-Fehler wollen wir auch noch ignorieren. Wie gesagt, I heißt Ignore Case, N heißt die Seitennummer anzeigen und C den Content. Und zwar den Content als ganze Zeile. Die Leerzeichen dazwischen beachten. PDF-Grep finde ich ganz witzig. Finde ich gut. Er muss jetzt natürlich 45 Dateien durchsuchen. Da kommt schon was geflogen. Ne?
wird das ein bisschen farblich abgesetzt im Terminal. Ne? Der fängt natürlich da an, wo anfängt, wahrscheinlich mit der kleinsten Nummer 2004. Und da war Freenas vielleicht noch gar nicht geboren oder zumindest keinen Beitrag geschrieben. Und dann sucht er alles durch und ihr seht, man sieht in grün immer die Seitennummer, wo er was gefunden hat. Und hier sieht man auch, warum ich in das Verzeichnis CD gewechselt habe, damit immer dann hier der Pfad steht. Und dann sehe ich zum Beispiel in der Ausgabe 2013-04 in der PDF-Datei auf Seite 79 stand was mit Freenas. Und jetzt kann ich natürlich forschen, gab es hier irgendwo mal einen Beitrag, ne, wo das mal richtig schön, also wo viele Seiten sind, ne? Zum Beispiel 2012-02-03 gab es auf Seite 62-63 unheimlich viele Treffer, da könnte was sein, ne, mit Freenas, also da fängt es an, ne? Seite 62 und auf Seite 5, ja, das wird irgendein Inhaltsverzeichnis sein, derselben Ausgabe, der wird wahrscheinlich stehen, ja, wir haben in dieser Ausgabe auch noch was über Freenas, ne? Und hier, naja, gut, also ich müsste mir die Ausgabe, also diese Datei rauswursteln, 2012-02-03 auf Seite 62 gehen, mal gucken, ob das auch stimmt. 2012-02-03 merken. So, in die PDF-Dateien rein. 2012-02-03. Doppelklick aufmachen. Und jetzt gehe zu Seite 62. Habe ich vorhin schon gemacht. Da steht tatsächlich was über Freenas. Ne? Hier oben könnt ihr die Seitennummer eingeben. Wunderbar. Und da ist der entsprechende Beitrag gelistet. So kann man mit PDF-Grab schön durchsuchen. Nett, Linux-Welt finde ich gut. Hieß früher PC-Welt, sind auch noch verschiedenste Distros diesmal wieder mit auf der DVD und könnt ihr ja mal durchschauen. Ubuntu 14.04, Debian 7.6, Linux Mint 17, CentOS 7, Fedora 20, OpenSUSE, Knoppix und Redo Backup. Gute Backup-Lösung, kann man ganze Festplatten mit sichern. Finde ich nett. Gut, wollte ich euch nur gezeigt haben, PDF-Grab. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.